lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Ist das Dr. Fred? Ach nee, das kann ja nicht sein, das ist einer seiner Nachkommen. Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Achso, und damit natürlich herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich habe direkt mal mit losgelegt mit Laverne. So. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin... nur ein Mensch. Aber vielleicht kennen die Kombination auch, ne? Sollen wir mal gucken, ob wir das in die Vergangenheit schicken können, die Information. So... wahrscheinlich gezinkt. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Verrückter Fett, Edison. Ich glaube, die beiden betrügen. Ja, ich spiele noch zu zweit. Ich glaube, die beiden betrügen. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Lieber nicht stören. Sie betrügen. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Oh. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Hier leuchtet nur die Tür auf, aber ich konnte doch die Sachen deutlich, ich konnte doch auch anklicken. Oder leuchten nur die Sachen, die ich noch nicht angeklickt habe? Anscheinend schon. Können wir mit dem Tentakelwächter sprechen? Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Ich will hier raus! Das ist eine Verletzung meiner Rechte! Rechte? Du bist ein Mensch, du hast keine Rechte! Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gasse gehen.
Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Gut. Frühes Motel. Es gefällt mir, was die aus dem Motel gemacht haben. So, ein bisschen rumlaufen. Und da sind wir auch schon mal in unserer Zeitmaschine. So, Stecker. Ich glaube, das muss ich irgendwo reinstecken, aber es ist nicht lang genug. Der Stecker liegt daneben. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Ja, wenn das Kabel nicht lang genug ist. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Gut, dann müssen wir mal gucken. Was können wir hier noch anklicken? Nichts. Rede mit Fenster. Hallo, jemand da? Da unten ist niemand. Das kommt mir seltsam vor. Ich meine, mit anderen Personen hätten wir bestimmt nicht die Möglichkeit, mit dem Fenster zu reden. Das ist schon auf. Leer. Da ist nichts zu holen. Nun, wir könnten ja was hinspülen. Ein Verlängerungskabel vielleicht. Ich porte mich mal zurück zu Bernard. Mal gucken, ob wir hier mal ein Verlängerungskabel finden. So, können wir mal hier reingehen. Ja, hier sagen wir, eigentlich haben wir uns ja alles schon angeguckt. Den Safe, ja. Können wir ja trotzdem nicht öffnen. Wir haben ja nicht die... Ich kenne die Kombination nicht. Genau. Wir könnten uns zwar ein bisschen um, ob wir hier ein Verlängerungskabel irgendwo finden. So. Das ist die Tür zur Haupthalle. Nein. Oh, so der Clown. So, eine Schwingtür. Oder muss ich da schnell genug wieder drücken? Tatsächlich, das könnte ich mit Hoagie auch mal versuchen danach. So, da steht eine Kaffeemaschine. Puh, ziemlich große Kaffeemaschine. Entkoffeinierter Kaffee. Okay, wir können ihm wahrscheinlich irgendwann den unkoffeinierten Kaffee geben, damit er einschläft. Und, genau. Den Kaffee nehmen wir auch mal mit. So, das ist nur Kaffeemaschine. Gabel. Eigentlich kann man das nicht direkt eine Gabel nennen. Wieso nicht? Nehmen wir trotzdem mal mit. Einfach alles mitnehmen. So. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Die fasse ich nicht an. Gut. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Gucken wir mal, ob wir die Tür hier... Die Tür hier öffnen können. Ja, wo kommen wir denn da hin? Okay. Da können wir Münzen, da können wir was trocknen. Wir haben ja einen Groschen haben wir in der Tasche. Eine Waschmaschine. Sieht kaputt aus. Offener geht nicht. Wir können den Schrank hier öffnen. Was haben wir da drin? Ist ein Trichter drin. Dann nimm den Trichter mal mit. Boah, das wird alles ein bisschen kompliziert. Das ist ein Münztrockner. Man wirft hier 50er in den Trockner. Das ist ein Münztrockner. Okay. Gut, wir sind durch. Gucken wir uns den Clown nochmal an. Ich habe meine Angst vor Uso nie überwunden. Da war doch irgendwas. Achso, da ist der Clown. Guck mal mit ihm sprechen. Du schaust mich an? Schaust du mich an? Wen siehst du dann an, hä? Ich habe dich etwas gefragt. Okay, Clown, das war's.
Ich hasse diesen Clown. Nicht mit meinen Fingernägeln. Kamin, Tisch mit Müll. Da liegt aber eine Pistole. Hey, Junge! Du hast die Party verpasst! Sie und der Clown hatten eine Party? Quatsch! Letzte Nacht! Hier auf dem Scherzartikelkongress. Ich sage dir, wir Scherzartikelverkäufer verstehen es, eine Party zu feiern. Wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Dante Alighieri? Das ist komisch. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Charlie Parker. Möchtest du eine Zigarre? Klar. Klar. Geben Sie mir eins von diesen Havanna-Babys. Ach, ist ein Scherbenmittel. Du dachtest wohl, ich puste dir den Schädel weg, was? Tja, du hattest recht. Ha, 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 ha. Du solltest nicht rauchen. Ist eine schlechte Angewohnheit. Das bringt mich immer wieder zum Lachen. Also, das hat mich erinnert, daran erinnert, dass ich eigentlich wieder mal zwischenspeichern sollte. So. Ah, gucken wir doch mal alles an. Ekelhaft. Das möchte ich nicht mal anfassen. Zigarrenanzünder, den nehmen wir mal mit. Können wir Hogi schicken, damit er Feuer machen kann. Hände weg! Das ist ein ganz neues Präzisionsgerät. Ja, gut. Müssen wir irgendwie anblenken wahrscheinlich. Sind alle weg. Das macht keinen Sinn, das ist leer. Das macht keinen Sinn, das ist leer. Spring, der kleiner Dussel. Spring, der kleiner Dussel. Gitter. Das haben wir noch gar nicht angeschaut. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Können wir öffnen? Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Okay, das heißt, die. Die Zähne können wir. Nicht. Ich wollte aufs Gitter klicken. Die können wir vor uns hertreiben. Vielleicht können wir damit irgendwas machen. So, der Flaschenzug ist hier immer noch. Eine Kurbel und eine Fahnenstange. Ein Hebel, der an einer Welle angebracht ist, die Bewegung und Drehmoment überträgt. Okay, haben wir jetzt missgenommen? Ja. Jetzt haben wir eine Kurbel. Da ist gerade keine Fahne, weil es schon Abend ist. Was zur Hölle sollte ich mit einer Fahnenstange? So, öffnen wir das Fenster. Geht nicht, das klemmt. Können wir das hier öffnen? Das ist schon auf. Dann gehen wir mal rein. Wir haben. Okay, hier steht nur noch ein Match. So. Es ist nicht ganz das Ritz. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpur-Tentakel. Guck mal durchs Guckloch. Ich wette, selbst im Gefängnis gibt es bessere Räume. Wir denn hier hin? Wir wollten eigentlich nach einem Verlängerungskabel suchen, ne? Ja, jetzt sind wir hier doch irgendwo ganz anders gelandet. Sie ist geschlossen. Gehen wir mal runter. Ja.
öffnen wir mal die Tür und gehen hier durch. Aber ins von... Oh, da schießt sich gerade einer. Und da ist die Statue. Seltsam. Muss ein Edison sein. Gucken wir uns die Fotos an. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Denk nicht mal dran! Wow, was für ein Mann! Keine Scherze, mein Lieber! Geh da weg! Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. So. Etwas Seltsames passiert hier. Warum überwachen ja nicht jedes Zimmer mit Kameras, ne? Das ist auch ein bisschen... Aber kann man ja nicht zurückspulen und auf den Zeitpunkt, wo... die Kombination in den Safe eingegeben Mensch, hat. Sie sieht noch schlechter als vor 5 Jahren aus. Schwester Edna? Entschuldigung. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Ja, das stimmt. Ich wusste es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ja, ich bin hier, um ihren Videorekorder zu reparieren. Genau. Können wir nämlich haben wir direkt Zugriff auf die ganzen Rekorder Sachen. Mein Rekorder ist nicht kaputt. Lass deine Finger davon. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt. Die sind so klar, man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen! Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppel-Kobalt-Geschwindigkeitsmotor. Doppel-Kobalt, ja. Muss ja ganz schnell sein. Nicht anfassen! Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall! Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Wir können ihn ja schlafen schicken, mit dem Kaffee, den wir mitgenommen haben. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Er hat mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Und da wissen wir auch schon, was wir machen müssen. Wir geben ihr den... Ach nee, andersrum, ne? Ja, das war natürlich... Ich dachte, wir geben jetzt in den echten Kaffee, aber nee, ich wollte ja, dass sie einschläft. So. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Gut, wir müssen sie natürlich vom Video hier sehen. Gucken wir mal. Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Ach so. Ich glaube, das war irgendein... Ich glaube, die meinen irgendein bekanntes Computerspiel, auch von LucasArts, aber ich weiß nicht, welches die meinen. Leider. Ich habe leider zu wenig gespielt damals. Ich habe gerade die Statue bewundert.
Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Gut. Ich würde sagen, das war's dann von dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn es gefallen hat, kann man gerne eine Bewertung da lassen. Tschüss und bis zur nächsten Folge.